Schaffen wir es, die geheime Hacker-Skibbe die Toilette zu besiegen in Teardown? Mit seinen riesigen Krallen kann er uns aufhalten. Und er hat zwei Laser, die er gegen uns verwenden kann. Wir müssen es schaffen, die nebenstehenden Skibbidi-Toilet zu besiegen, um ihn zu schwächen. Insgesamt haben wir 5 Leben, um dieses Skibbidi-Toilet zu besiegen. Und er wird wahrscheinlich einer der härtesten Gegner, weil er 4 verschiedene Kampfmoves hat. Schaffen wir es in diesem Video, das erfahrt ihr auf jeden Fall am Ende. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einer weiteren Episode in Teardown. Heute wieder in der Skibbidi-Toilet-Edition. Und zwar heute mit der Hacker-Skibbidi-Toilette. Und ihr hört sie schon, sie macht schon wieder merkwürdige Skibbidi-Toilet-Geräusche. Und das ist eine der gefährlichsten Toiletten, denn diese kann ebenfalls uns einfach hacken. Natürlich haben wir wieder verschiedene Fahrzeuge, die wir gegen ihn benutzen können und dazu natürlich sehr, sehr viele. Insgesamt haben wir 5 Leben, Freunde, die wir verwenden können, also ziemlich viele, muss man sagen. Aber später kommt in diesem Video irgendwo noch ein Twist, also bleibt unbedingt dran. Und schreibt gerne jetzt in die Kommentare, wen sollen wir als nächstes haben? Sollen wir Choo-Choo Charles nehmen, Huggy Wuggy? Schreibt es in die Kommentare, wer als nächstes dran sein soll. Okay, welches Fahrzeug nehmen wir und welche der Skibbidi-Toilets greifen wir an? Ich glaube, Leute, dass wenn wir eine dieser Skibbidi-Toiletten besiegen, werden die Angriffe von der Hacker-Skibbidi-Toilet schwächer. Ich glaube, wenn wir rechts den besiegen, dann werden seine Greifarme nicht mehr so stark werden. Also die hier, Leute, die er einfach so bewegen kann. Es wird ziemlich schwer, ihn dadurch zu besiegen. Und die andere Skibbidi-Toilet ist, glaube ich, für den Laser verantwortlich. Oh, oh. Ey, ich habe jetzt schon Leben verloren. Wie kann das sein? Ich habe ja nicht mal angefangen. Er hat mich schon angegriffen. Okay, na warte. Dir zeige ich's. Ich gebe dir auf jeden Fall direkt mal als erstes so einen richtig fetten Bus. Und den wird er safe... Mit dem wird er mich safe nicht aufhalten können. Okay, ich würde sagen, wir greifen als allererstes direkt die Hacker-Skibbidi-Toilet an. Das gibt's ja wohl nicht, Leute. Okay, und mit Vollgas würde ich sagen, let's go! Nimm das, Skibbidi-Hacker-Toilet! Oh mein Gott, Alter! Der Bus steckt einfach schon drinnen fest. Let's go! Und es gibt nichts, was er dagegen machen kann, Freunde. Oh, oh, er versucht mich wegzuschlagen, aber er trifft mich nicht. Er trifft mich nicht. Er hat keine Chance, Alter. Oh mein Gott. Oh, wir machen richtig gut Schaden an ihm und vor allem an diesen merkwürdigen Lautsprechern. Oh Mann. Aber mein Fahrzeug fällt hier gleich raus. Und... okay, das war nicht schlecht für den Anfang. Boah, das war auf jeden Fall echt ordentlich Schaden, aber leider haben wir seinen Laser nicht getroffen, sonst hätte er den schon beschädigt bekommen. Und wusstet ihr, dass er eigentlich grün von innen aussieht? Also irgendwie wie so ein grüner Glibber? Naja, oh, 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 nein, 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 oh, Leute. Nein! Wie stark ist der Laser, bitte? Jetzt haben wir nur 3 Leben. Bei normalen Kreaturen halte ich es wenigstens kurz aus, aber der braucht mich nur einmal berühren und ich habe wieder ein Leben verloren. Okay, ich würde sagen, wir müssen seinen Laserangriff schwächen. Deswegen nehmen wir uns dieses Skibbidi-Toilet vor und ich denke, wir nehmen am Anfang einfach ein sehr krasses Fahrzeug und zwar der Tanker. Mit diesem kann man nämlich eine fette Explosion machen und das fügt Feuerschaden hinzu, was auf jeden Fall langfristig sehr, sehr viel Damage macht. Deswegen, let's go, Leute. Hoffentlich treffen wir ihn. Oh mein Gott, was, wenn wir nicht treffen? Was, wenn wir ihn... wir haben einfach gar nichts getroffen. Wow, cool. Okay, das war sehr nice. Vielleicht sollte ich lieber ein anderes Fahrzeug nehmen. Vielleicht mal diesen Dartpfeil. Okay, Leute, wir probieren es einfach mal mit dem Dartpfeil. Dragster und... was passiert denn mit den Autos plötzlich heute? Okay, wir haben das nächste Auto geschrottet. Dann nehmen wir vielleicht doch mal das Dixie-Klo. Ich würde sagen, Leute, das Dixie-Klo ist eigentlich schon ziemlich traditionell. Wir haben natürlich auch 2 Joker-Freunde. Ihr könnt jetzt schon mal auf den Like-Button hämmern, damit wir gleich den Joker einsetzen können. Und ich habe voll vergessen, dass sein Arm im Weg steht. Oh Mann, beweg doch mal deine Arme für mich bitte. Ja, genau. Mach das einfach so. Beweg die Arme. Oh mein Gott, Alter. Du machst echt einen Witz. Ja, Leute, man hört ihr die Musik von dem? Der macht wieder diese Skibbidi-Toilet-Musik, aber in dieser Hacker-Edition. Ist das ein Dance-Move? Oh mein Gott. Skibbidi-Toilet hat richtige Dance-Moves. Oh mein Gott. Okay, komm schon, Leute. Wir haben nicht einen Treffer gelandet auf dieser einen Skibbidi-Toilet. Oh mein Gott, das wird es jetzt werden. Das wird es jetzt aber werden, Leute. Okay, mit Nitro Boost. Straight in die Mitte durch. Der war kritisch. Der war gut. Ich könnte es hinten sehen, Leute. Ich habe ein riesiges Loch reingemacht. Aber was könnten wir machen, Freunde? Wir könnten entweder probieren, die Beine dort abzumachen, damit der runterfällt. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit. Meint ihr, wir sollen unseren Joker jetzt einsetzen? Okay, Leute. Lasst alle jetzt einen Daumen nach oben da. Erstens für den nächsten Part. Und zweitens, damit wir eine kleine Waffe bekommen, die wir gegen diesen Skibbidi-Toilet benutzen können. Also, alle mal auf den Like-Button hämmern und desto mehr Schüsse bekommen wir. Also, let's go!
go! Wow, was haben wir bekommen? Eine Hunter-Rifle? Okay, meint ihr, wir treffen dieses eine Bein? Okay, alles klar, wir testen es aus. Und... ich glaube, ich habe etwas getroffen. Und nochmal. Und noch einmal. Oh, komm schon. Und nochmal. Und noch einmal. Okay, ich weiß gar nicht, ob wir so gut treffen. Es sieht ganz okay aus. Ich kann leider nicht ranzoomen. Doch, Leute. Da ist nur noch einer von diesen Pixeln übrig. Dann haben wir dieses Bein getroffen. Okay, wir probieren es. Oh, mein... no way. Leute, wir haben nur noch zwei Leben. Oh, jetzt haben wir, Leute, wir haben zwar nur noch zwei Leben, aber das ist unsere Möglichkeit. Wir können es probieren, ihn einfach mal zu treffen. Bam! Okay, Achtung, Leute. Das wäre jetzt die Möglichkeit. Zack! Let's go! Das erste Bein ist ab. Das zweite machen wir ebenfalls. Das kriegen wir hin. Zack! Und zack! Come on, nicht mehr viel übrig. Oh, let's go! Hä? Sag mal, steht der in der Luft oder was ist hier passiert? Haben wir ihn jetzt besiegt? Ich glaube noch nicht. Okay, wenn du es wirklich wissen willst, dann komme ich jetzt einfach mit dem, ich glaube, Leute, wir haben einen Bagger, den wir benutzen können. Der Wagen ist nicht schlecht, Leute. Der Wagen ist nicht schlecht. Wow. Wow, wow, wow. Wait. Ey, die Skibidi-Toilette versucht, mein Spiel zu hacken. Warte mal. Was macht der da? Was macht der da? Oh mein Gott, der macht meine Autos kaputt. Jetzt kann ich wieder kontrollieren. Was ist gerade passiert? Warte, Skibidi-Toilette hat sich einfach eingehackt. Ich konnte das Auto nicht steuern. Oh Mann, das könnte echt gefährlich werden. Stell euch vor, ich verliere die Kontrolle auf einmal. Ich habe hier einen Wagen. Den muss ich benutzen. Der ist doch sicher gut, Leute. Propangas, das Ding wird gut sein. Oh, Vorsicht, bloß nicht treffen. Warte mal, Leute, seht ihr das? Ist das ein Wii U LKW? Das sehe ich das erste Mal. Was kommt als nächstes? Xbox oder so? WhatsApp, okay. WhatsApp? Netflix? Klar, Netflix hat auch einen eigenen Benzinkanister. Discord? Wir haben YouTube. Okay, ich fahre mal mit dem YouTube-Van. Ich glaube, der wird gut sein. Der wird sehr gut sein, Leute. Okay, vorsichtig, bloß nichts berühren, sonst explodiert es. YouTube ist gerade explodiert. Na gut, wir haben immerhin noch etwas. So, Achtung, volle Kanone! Ja! Yes! Yeah! Oh mein Gott, das hat richtig Damage gezogen. Ich würde sagen, wir haben die Skibidi-Toilette jetzt besiegt, Leute. Wir haben einfach die gesamte Toilette gesprengt, aber es ist kein Feuer übrig geblieben. Wow, 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 was passiert? Explodiert. Ich glaube, Leute, das bedeutet, dass der Laserangriff nicht mehr so stark ist von dem. Er probiert es zwar trotzdem noch, aber die sind nicht mehr so stark wie vorher. Okay, Kollege. So, damit ich jetzt deine Arme auch noch schwäche, versuche ich... oh, er versucht ihn zu decken. Ich sehe es, Leute. Okay, wir haben auf jeden Fall... das ist eines der besten Fahrzeuge. Es tut mir wirklich weh, dass ich ihn gegen diese rechte Skibidi-Toilette, also gegen die Spinne benutzen werde. Oh, nein. Okay, Leute. Come on. Let's go. Let's go. Oh, ey, der hat uns geholfen. Das war gut. Ist der Wagen noch... oh, der ist noch gut, Leute. Der ist noch in einem guten Zustand. Okay, jetzt probieren wir von unten einfach, das Ding kaputt zu machen. Achtung, der Riesenschredder kommt. Yo, ohne Probleme hauen wir ihm die Beine weg. Absolut keine Chance. Oha, ich höre sogar Explosionen. Normalerweise müsste der doch jetzt umfallen, oder? Warum fällt der nicht um? Das verstehe ich nicht. Oh, nein. Oh Gott. Okay, Leute, das kam aus dem Nichts. Sollen wir jetzt in den nächsten Wagen einsteigen? Vielleicht nehmen wir das WhatsApp-Auto. Oh. Boah, das war knapp. Das war so knapp, Leute. Wenn die Autos jetzt explodiert wären, dann hätte ich ein riesiges Problem gehabt. Komm, wir nehmen dieses Fahrzeug, bevor diese gesamte Kette eine Kettenreaktion verursacht. Und schießen jetzt noch einmal richtig drauf. Alles klar, Leute. Let's go! Au! Nein, der hat uns mit dem Arm erwischt. Du willst wirklich selber davon getroffen werden, oder? Lieber Hacker-Toilette, ich glaube, er will selber davon getroffen. Aber wir haben noch ein paar. Vielleicht nehmen wir mal was Nicht-Explosives, nämlich Holz. Holz macht sehr viel Schaden, wenn es sich weit verbreitet. Das kann man auf viele Art und Weisen sagen. Okay, okay, Leute, er fuchtelt mit dem Arm rum. Er fuchtelt mit dem Arm rum. Ah, aber er erwischt uns nicht. Das ist gut. Das war gut. Oh, Leute, wir machen immer mehr Schaden. Ich weiß zwar nicht, wann er kaputt ist. Vielleicht müssen wir wirklich den Kopf von ihm erwischen. Wir haben auf jeden Fall irgendwas am Mund erwischt. Oh, 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 Vorsicht, Leute. Wir haben nur noch
2 Leben. Wir sollten echt vorsichtig sein. Vielleicht nehmen wir diesen Wagen, Leute. Der hat viel Power. Wir brauchen viel Geschwindigkeit. Oder warte, ich habe eine Idee. Vielleicht nehmen wir die Rampe und probieren dann am Ende so einen Zeitboost. Achtung, Leute. Vielleicht klappt das ja. Ah, oh mein Gott. Oh mein... Das war richtig gut. Das hat funktioniert. Leider, Freunde, sind wir zu hoch geflogen. Aber er hat ihm da hinten so ein Mini-Loch gemacht. Okay. Oh nein, Leute, er versucht schon wieder zu hacken. Was macht er denn? Was macht er denn? Oh nein, 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 nicht ins TNT, nicht ins TNT. Nein, nein, nein. Oh Gott. Okay, das war jetzt blöd. Hey, Leute, mein Bildschirm hackt immer noch. Warum? Leute, mein Bildschirm... Ich kann ihn nicht kontrollieren. Ich kann ihn nicht kontrollieren. Was macht er da? Skibidi Toilet. Was machst du da? Nein. Nein. Nein, was? Leute, was macht er da? Bro, was hat er vor? Ich habe keine Ahnung, Leute, was er vorhat. Will er die Wii U irgendwie... Nein, nein, nein. Berühr bloß kein Auto. Nein! Du hast meine besten Autos zerstört fast. Oh, jetzt kann ich das Spiel wieder kontrollieren. Sehr coole Aktion, Hackers, gib mir die Toilette. Sehr coole Aktion. Wow, er hat mein... Leute, er hat meinen geliebten Panzer kaputt gemacht. Das Ding ist... Warte, es kann noch... Oh, ich kann es noch fahren. Ich kann es noch fahren. Das Ding hat zwar keine Kanone mehr und der Schaden unten, Leute, das Fahrzeug ist fast komplett zerstört. Aber weißt du was? Den kriegst du ganz persönlich geliefert. Ah, Kanone ist leider aus. Aber er kriegt ihn persönlich, Leute, rein. Er kriegt ihn ganz persönlich. Da, 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 da. Wo bin ich? I don't know. Oh mein Gott. Ja, oh, wow, wow, wow. Warum bin ich jetzt hier? Was ist hier passiert? Oh mein... Yo, Alter... Der hat richtig viel Damage gemacht. Was ist passiert? Yo, er hat die Toilette nochmal weiter beschädigt. Und hier hat er sogar was erwischt. Und diese Hacker-Skibidi-Toilette hat er, glaube ich, echt hart getroffen. Das Gesicht ist richtig erwischt. Aber immer noch sind die beiden Laser dran. Wir müssen die Laser zerstören. Denk dran, wir haben nur noch 2 Leben. Die sind so gefährlich, die Laser. Und vor allem, wenn er seine Hacker-Attacke angeht, dann verliere ich die Kontrolle über mein Spiel. Wie wäre es mit dem Flugjet? Vielleicht können wir damit ordentlich erwischen. Erwischen. Achtung. Und jetzt, Leute. Flieg! Flieg wieder, flieg. Yo! Was? Das wusste ich gar nicht, dass das Ding... Ich wusste nicht, dass das einen Flugmodus hat. Naja, jetzt werden wir es eh weiter nicht heraus... Oh Gott. Das Flugzeug steckt jetzt in seinem Arm. Oh. Oh, oh, yo. Okay. Alles klar. Er hat Klauen aus Stahl. Haben wir noch ein Flugzeug? Oh, wir haben noch einen, Leute. Wir haben noch einen. Ich wusste gar nicht, dass der... Nein. Nein, 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 Leute. Vielleicht können wir den Jet-Modus aktivieren. Nein, den Jet haben wir auch verloren. Okay, komm. Wenigstens das, Leute. Damit wir seine Klauen schwächen. So, sehr gut. Sehr, das sieht gut aus. Ja! Oh, Mann. Schade, dass wir nicht durchgebrochen sind. Aber wie sieht die Bilanz aus? Die Bilanz sieht gut aus, Leute. Wir haben ihn echt schon Schaden gemacht. Noch ist er nicht ganz down. Vielleicht müssen wir hier einmal durchtrennen. Dann haben wir zu 100% besiegt. Und dann kann er seine Klauen nicht mehr nach Belieben einfach so bewegen, wie er will. Ja, ja, es geht mir die Toilette. Ich sehe es. Oh mein Gott, ist der aggressiv, Freunde. Der ist gerade richtig im Agro-Modus. Okay, dann komm, Leute, jetzt. Jetzt oder nie. Oh, er deckt ihn. Er deckt ihn. Er deckt ihn. Okay. Oh nein, 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 nein. Ja! Yo! Der war kritisch. Der war sehr, sehr kritisch. Moment, vielleicht kann ich ja mit dem Hammer versuchen, das hier zu durchtrennen. Ich könnte es mal probieren. Wir sind da, Leute, wir sind da. Oh! 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 Das ist ein Zeichen, dass wir ihn besiegt haben. Let's go! Jetzt holen wir dich. Hackers, gib mir die Toilette. Du bist jetzt dran, Kollege. Oh Gott, oh nein. Oh mein. Yo, 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 yo. Nein, nein. Leute, wir haben nur noch ein Leben. Wir haben vielleicht nur noch ein einziges Leben. Oh, warte, hier steht was. Abonnieren für extra Leben. Leute, habt ihr schon den Kanal abonniert? Wenn noch nicht, dann drückt jetzt gerne auf den Abonnieren-Knopf, damit ihr keine weiteren Teardown-Episoden verpasst. Es kommen noch die heftigsten Folgen. Vertraut mir, Leute. Es kommen noch so viele geile Episoden. Also lasst gerne ein Abo da. Es ist kostenlos. Und wir sind auf dem Weg zu 1,2 Millionen Abonnenten. Lasst uns das dieses Jahr schaffen. Also, abonniert den Kanal. Und kriegen wir das extra Leben? Let's go! Wir haben es gerade bekommen. Nice. Oh, okay. Jetzt haben wir wieder 2 Leben. Was sagst du dazu? Geh mir die Toilette. Ich habe wieder ein extra Leben bekommen. Oh! Das war knapp. Ich meine, Real Talk, meine Lebensleiste war so halb nur noch. Nein, das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt nicht gemacht. Das hat er jetzt... Nein.
Nein, 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 nein. Wir haben dich extra geschwächt. Wir haben dich extra geschwächt. Du solltest nicht mehr so stark sein. Er sollte nicht mehr so stark sein, Leute. Sein Laser sollte eigentlich schon längst ausgefallen sein. Aber ja, wir holen uns jetzt, Leute, meine Lieblingswaffe. Und zwar dieses... Warum senkt sich der Kran? Ist das normal? Ich weiß nicht, ob das normal ist, um ehrlich zu sein. Arm Race. Race. Race Arm. Nein, 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 nein. Der macht hier... Ah, nein, nein, nein. Meine Autos. Meine Autos. Okay, komm. Wir fahren einfach. Irgendwas ist hier merkwürdig, Leute. Irgendwas, komm. Oh, nein. Oh, ich mache meine eigenen Autos kaputt. Okay, komm. Komm, Vollgas. Vollgas. Oh, der Arm ist zu strong. Er hat mich einfach weggeschubst. Normalerweise hätten wir ihn fast gehabt, aber der hat sich mit dem Arm verteidigt. Der hat nicht einen Kratzer bekommen, Leute. Seine Klauen sind aus Titan. Man kann sie nicht zerstören. Es sind einfach aus Titan wie beim iPhone 15 Pro, dieses Metall. Du willst mich also besiegen? Wie wäre es, wenn ich dir ein alternatives Universum zeige? Viel Spaß. Wow. Was ist? Oh mein Gott. Leute? Die Steuerung ist verkehrt herum. Ich sehe nicht, wo ich laufe. Weil ich probiere mal nach rechts zu laufen. Moment. Nach links. Warte. Ich bin so verwirrt gerade. Wo laufe ich hin? Vorne, zurück. Alter, die Steuerung ist komplett broken. Ich komme hier nicht voran. Ey, was hat der gemacht? Leute, alles ist am Glitschen hier gerade. Ey, ich weiß gerade nicht. Oh nein, nein, wo lauf? Nein, 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 falsche Richtung, okay. Bro, ich weiß nicht, wo ich hinlaufe. Ich will doch einfach nur zum Auto. Moment, Moment, Moment. Okay, so. Jetzt da, nee, da lang gucken. Okay, oh mein Gott, wir müssen es jetzt verkehrt herum schaffen. Das Display. Okay, ich probiere es. Alles klar. Jetzt, alles, was ich machen muss, ist nur noch geradeaus, Leute. Meint ihr, wir packen das? Komm schon. Und Vollgas. 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 Ja. Und jetzt in die Toilette rein. Ja. Yes. Wir sind in der Toilette drin. Wir sind in der Toilette drin. Oh mein Gott. Jo, jetzt sehe ich wieder normal. Das Display ist nicht mehr gespiegelt. Jetzt sehe ich wieder normal, Leute. Das hat geholfen. Leute, das Wetter ist auf einmal anders. Oh nein, ey, bitte nicht, bitte nicht. Bitte nicht, Skibidi Toilet. Bitte nicht. Wir nehmen einfach mal den Aldi Luxe, Leute. Mein Lieblingsauto. Der wird es schaffen. Der wird durch die Zukunft reisen, Freunde. Der ist hackerresistent. Das ist ein Vintage-Auto. Der kann uns nicht mehr was anhaben. Okay, Vollgas ins Gesicht rein. Ja, yes, yes. Okay, oh, das ist schwer, Leute. Er ist echt hart. Er ist echt hart zu besiegen. Nein, nein. Ah, Mann, komm, das Ding kann es schon schaffen, oder? Ist das ein elektrisches Fahrzeug? Es hört sich an. Okay, der hat Speed. Mit maximaler Geschwindigkeit rein. Was? Ey, das kann mir keiner erzählen, dass das Auto nicht durch ihn durchfliegt. Das verstehe ich nicht. Okay, wir sind jetzt auf der Skibidi Toilet. Aber wie soll ich hier Damage machen? Es gibt kein Fahrzeug, das ihm richtig Schaden hinzufügt. Ich verstehe eins nicht. Wir haben immer noch diese Laster. Die haben wir immer noch. Wenn wir den erwischen damit, dann könnte er explodieren. Das ist die Lösung. Leute, das ist die Lösung. Achtung, wir machen das jetzt. Achtung, es kann sein, dass das Spiel gleich laggt. Oh nein, er wartet darauf. Oh, yo. Oh! Yeah! Yeah! Yo, schaut euch an, wie viel da runterfällt. Das hat gut Schaden gemacht, oder? Naja, nur an den Lautsprechern. Und es hat nicht mal Feuer gefangen. Der ist unbrennbar. Okay, wie können wir ihn besiegen, Leute? Es ist so schwer. Ich will vor allem die Kameras treffen. Aber ich brauche ein Fahrzeug, das groß und schwer ist. Meint ihr, wir treffen das Auge? Komm, Freunde, wenn wir das Auge treffen, dann kann er uns nicht mehr... Achtung, 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 Achtung und... Bam! Bam! Yeah! Yes! Hey, nein, nein, nein! Nein, mein Panzer, mein Panzer, mein Panzer! Mein Kanzler! Mein Panzer! Oh, er ist immer noch da, Leute. Wir haben das eine Auge erwischt. Wir müssen jetzt das nächste erwischen. Komm schon, dann kann er keine Laser mehr abfeuern. Das ist so gut. Wenn er keine Laser mehr abfeuern kann, dann... Oh! Achtung!
Oh Mann, das war nicht gut. Alles klar, Vollgas, Leute. Vollgas. 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 Und. Na los! Oh! Nein, 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 nein! Oh, oh, oh! Nein, 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 nein! Okay, wir haben es doch gerade so überstanden. Vorsicht vor den runterfallenden Teilen! Vorsicht vor den Teilen! Schade. So, come on, Leute. Jetzt mit Nitro Boost. Achtung, der kommt gut. Der kommt gut! Der kommt kritisch! Der kommt nicht nur gut, sondern auch super kritisch, Freunde. Aber weiter geht's leider nicht für uns. Weiter geht's nicht für uns. Was steht da? Kommentier Skibidi Toilet für Überraschung. Leute, lasst jetzt alle einen Kommentar da mit Skibidi Toilet. Ich bin so gespannt. Was für eine Überraschung wird es sein? Wir finden es raus. 3, 2, 1. Wow! What's going on? Oh mein Gott, ich habe Flammenwerfer! Oh, nimm das, Skibidi Toilet! Yeah! Nimm das, Alter! Hier, nimm das ganze Feuer, Kollege! Jetzt fang an zu brennen! Und es fängt auch was an zu brennen! Let's go! Ich habe überall Skibidi Toilet Musik. Oh, Vorsicht, Leute, ich darf nicht drauf gehen. Oh, das ist nicht gut, das ist nicht gut, Leute. Okay, ich glaube, wir gehen wieder Anfangspunkt. Okay, komm, wir nehmen noch diesen Van, Leute. Wir nehmen noch diesen Wagen. Komm schon, komm schon, komm schon. Damit werden wir ihn erwischen, Leute. Damit werden wir ihn treffen. Okay. Hey. Nein, er hackt schon wieder. Leute, er hackt schon wieder. Ich sehe schon wieder nichts. Nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Aussteigen, aussteigen, aussteigen. Das ist nicht gut. Da. Meine besten Autos. Was haben wir noch? Wir haben aber noch den Wagen. Wir haben, Leute, noch den Kipplaster. Wenn der es aber nicht schafft, dann haben wir ein dickes Problem. Leute, der Wagen muss gewinnen. Alter, wir haben einfach Schnee. Ich weiß, wir haben mittlerweile September, aber es ist noch nicht Schneezeit, Skibidi Toilet. Das weißt du doch. Aber es sieht aus, als hätten wir ihn bald. Wir müssen nur gucken, wie wir den Generator hinten von ihm treffen, um ihn zu besiegen. Aber ich probiere mein Bestes, Leute. Aber ja, let's go. Vollgas. 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 Oh nein, 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 die Rampe. Oh. Ja. Oh mein, ja. Yeah. Das ist so gut. Das ist so gut. Oh mein Gott, ich falle durch die Skibidi-Tolle durch. Was passiert hier? Oh, ich sehe nichts. Ich sehe nicht, was hier abgeht. Ich weiß nur, dass ich mich ein bisschen bewege. Leute. Was passiert hier gerade? Ich stecke in der Skibidi Toilet fest. Der Kipplaster steckt einfach fest. Oh Mann, ey, ich komme hier nicht raus. Wo bin ich? Leute, warte, ich bin auf seinem Hals. Vielleicht schaffe ich es von hier auf diesen Generator. Oh, okay. Alles klar, Leute. Okay, ich weiß nicht, was wir machen müssen, um ihn jetzt offiziell zu besiegen. Aber vielleicht fangen wir bei den Armen an, oder? Es laggt ja richtig, das Spiel gerade. Der Kipplaster macht von innen richtig Damage. Er ist super abgelenkt. Also er weiß nicht, wo ich drinnen bin. Okay, Freunde, dann machen wir es mal. Okay, Leute, ich habe eine Bombe. Die könnten wir benutzen. Es ist nur super close, hier nicht runterzufallen. Komm schon, komm schon, komm schon. Platzier die Bombe. Achtung! Achtung! Ja! Ja! Wow, 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 was passiert hier gerade? Was passiert hier? Moment! Moment! Ja! Oh, meine Generatorschutzschilde. Sie sind kaputt. Ich kann zum Glück nur noch durch den Laser passieren. In einer Minute feuere ich die Meteoriten ab. Warte, Meteoritenschauer? In einer Minute? Leute, wir müssen seine Kameralinse kaputt machen. Wir müssen diesen Laser zerstören. Wenn wir das nicht pünktlich schaffen, dann feuert der Meteoriten auf uns ab. Ich hoffe, dass er sich selber damit trifft. Wenn er nichts sieht, das wäre der Plan. Okay, welches Fahrzeug könnte ihn durchbohren? Ich weiß es nicht. Welches ist stark genug? Der Helikopter? Ah, ich glaube, Leute, das schaffen wir nicht mehr. Oh, warte, der Wagen ist gut. Der Wagen ist gut, oder? Ist er schnell? Ich weiß nicht, er wirkt nicht so stark. Nein, der Wagen ist super langsam, Leute. Der Wagen ist super langsam. Wir nehmen am besten einen anderen. Vielleicht nehmen wir den... Ah, da ist was. Da ist ein Panzer. Da ist ein Panzer. Es muss passen. Wir müssten ihn treffen. Maximale Speed. Und jetzt, Leute, Achtung. Wir setzen zum Sprung an. Er ist nicht so schnell. Er ist nicht so schnell, wie ich denke. Er ist nicht schnell genug. Aber wir fliegen immer in die Skibidi-Toilet rein. Immerhin, Leute. Vielleicht können wir ihn ja von oben zerstören. Oh, das wäre eine Möglichkeit. Ich treffe ihn mal. Ich probiere es mal, Leute. Komm schon.
Machen wir die Kamera kaputt. Warte. Leute, wir müssen es von hier treffen. Oh Gott, der Laser. Der Laser. Der Laser. Oh. Warte, ich habe noch eine Minigun. Oh, die ist gut, die ist gut, die ist gut, die ist gut, die ist gut. Die ist sehr stark, Leute. Come on. Kamera treffen. Kamera besiegen. Na los, nicht mehr viel Zeit übrig. Ja. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh ja, 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 ja. Leute, die Kamera ist down. Die Kamera ist down. Aktiviere Meteoritenschauer. Zerstöre alles in der Umgebung. Wow. Warte mal. Das ist der Meteorit. Aber ich kann ihn steuern. Leute, ich kann ihn steuern. Er kann nichts sehen. Okay, jetzt müssen wir straight in this face, Leute. Wir müssen jetzt straight auf sein Gesicht machen, Freunde. Straight auf das Gesicht. Und let's go! Oh mein Gott, das Ding ist ja immer noch nicht kaputt. Alter, wir können ihn komplett von innen zerstören. Mit dem Meteoriten machen wir ihn komplett kaputt. Was? Wir steuern den Meteoriten. Okay, das ist der heftigste Plot-Twist, Leute. Das Spiel ist ultra am Glitchen. I know, ich weiß, Leute. Es tut mir leid. Lasst ein Like da, damit ich mir noch einen besseren PC hole. Aber wir haben ihn noch nicht komplett erwischt, Freunde. Jetzt. Jetzt. Jetzt müssen wir ihn holen. Und komm schon. Ey, das ist so wie Slow Motion. Aber, Leute, damit haben wir ihn gleich. Alter, was geht denn hier ab? Oh mein Gott. Was geht ab? Oh, wow, wow, wo bin ich? Wo bin ich? Leute, was ist passiert? Das ganze Spiel ist am ab kaputt. Warte, er fällt. Leute, er kippt um. Moment! Wow! Oh mein Gott! Leute, er ist von innen zerstört worden. Aber eine Sache muss ich noch testen. Wir müssen ihn zum Umkippen bringen. Und zwar machen wir ihn jetzt einfach von hier komplett kaputt, Leute, mit dem Laser! Oh mein Gott, und jetzt passiert es, Leute! Er fällt runter! Oh! Yo! Ich hoffe, dass er komplett kaputt geht. Aber Leute, mein Spiel fängt an, richtig zu glitschen. Und es sieht halt aus, als würde er wirklich komplett zusammenfallen. Yo! Die Skibidi-Toilette, Leute, geht komplett auseinander. Okay, ich gehe mal hier zurück, Freunde, bevor die Klauen auf mich drauf fallen. Oh mein Gott, die Klauen sind da auch noch. Nein! Nein! Yo, Leute, was? Oh mein, no way, no way, Leute, no way. Guckt euch das an, es laggt extrem, ich weiß. Das liegt daran, dass einfach mehr als 10 Millionen Polygone oder so etwas jetzt hier drauf fallen und er ist gelandet, aber er ist nicht ganz umgefallen, Freunde. Er hat sich, ja, die Toilette ist schon ziemlich aufgesetzt, aber er wurde ausgebremst. Yo, von innen explodiert er! Von innen explodiert er auf einmal! Alter, wie ist das möglich? Das Teil spritzt da quasi raus aus ihm sogar. Oh mein Gott, das ist krass. Leute, das ist auf jeden Fall die Hacker-Skibidi-Toilette. Ihr könnt es sehen, die ist komplett kaputt. Sie ist einfach zerstört. Wir haben sie in diesem Video besiegt. Leute, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und schreibt in die Kommentare, wen wollt ihr als nächstes in Teardown haben. Wir haben es gerade noch mit einem Leben geschafft. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Eindies raus. Haut rein. Ciao.